Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es bei der Firma HWA. Im ersten Teil habt ihr ja schon einiges gesehen. Ja, wir gehen jetzt hier in einen der drei Simulatoren und schauen uns mal an, was du da so ableisten kannst. Und haben da ein bisschen was vorbereitet. Es geht los mit dem Achtung-Simulator in Betrieb. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht heute hier, um zu testen, wie gut oder schlecht ich bin, weil das kann ich dann schon vorwegnehmen. Meine Rennpraxis ist nicht so die allerhöchste. Da macht ihr keine Sorgen. Aber eigentlich bin ich ja tatsächlich deswegen hier, genau. Weil mich interessiert viel mehr der Vergleich zwischen Praxis und Theorie, wie viel Sinn dieser Simulator für euch macht, übertrieben gesagt. Genau, ich meine, das ist auch das, was ich dir jetzt gleich erklären werde. Was machen wir damit und was haben wir damit in der Vergangenheit gemacht? Von daher, lass einfach mal reinschauen. Okay. So, hier sind auch schon die Kollegen. Fleißig im Vorbereiten, ja. Philipp wird gebracht hier. Philipp, Martin, Adrian. Ja, du siehst, dass wir hier zwei Kabinen haben sozusagen oder zwei Simulatoren mit der entsprechenden Technik drumherum. Hier kann man tatsächlich auch synchron fahren, also die sind auch miteinander vernetzt. Das klingt okay. Jetzt so ein bisschen nach, wer ist schneller, so nein, aber wofür sind die eigentlich gedacht, die Systeme? Also wir haben in der Vergangenheit vor allem hier auch Fahrersichtung gemacht, das heißt also wir haben junge Talente sozusagen hier in den Simulatoren erstmal fahren lassen und hier geht es erstmal gar nicht darum, Rundenzeiten und so zu machen, sondern einfach mit dem ganzen operativen Thema klarzukommen. Das heißt also, wie spreche ich mit meinem Ingenieur, wie kommuniziere ich übers Radio, wie kann man danach sich Daten anschauen, also das sind so Trockenübungen hier, weil wenn du so einen Tag an der Rennstrecke buchst und da läuft irgendwas schief, beziehungsweise der Fahrer weiß schon nicht, wie man das Radio bedient, der ist einfach verschwendetes Geld und Zeit und deswegen fangen wir hier an mit Trockenübungen. Geht es aber primär um den Fahrer oder auch um technische Aspekte von dem Auto, wie das Auto funktioniert? Ja, also das werden euch nachher die Kollegen hier nochmal genau erklären, aber natürlich hängt das ein bisschen davon ab, wie gut die Simulation ist hinter dem Modell hier. Und wenn die natürlich entsprechend gut ist, kann man auf jeden Fall auch viele Rückschlüsse darauf führen. Aber ich würde mal sagen, hier ist jetzt eher mal der Fokus drauf, Streckenkenntnis zu erlangen, die operative Zusammenarbeit und vor allem aber auch so ein bisschen, ja, einfach das Gefühl zu kriegen, hey, ist das hier was und komme ich damit klar? Und also ich bin absoluter Anfänger, was Simracing angeht. Ich habe genau eine Woche in meinem Leben, eigentlich zwei Wochen zu Zeiten von Corona, zu Hause gewesen. Also zack, Simulator hingestellt, vom Kumpel noch bringen lassen und immerhin schon mal ein bisschen Nordschleife gefahren, dass ich die Strecke immerhin schon mal kenne. Ja. Und das waren so die einzigen Schritte. Aber und hat dir geholfen, ja? Also ja, ich war vorher noch nie da, also nur draußen ein bisschen vorbeigefahren und dann waren wir letztes Jahr zum Karfreitag das erste Mal da und sind einfach nur mit einem random Auto ein bisschen Nordschleife lang gefahren. Es ist tatsächlich immerhin so, dass man immerhin weiß, Linkskurve, Rechtskurve und so weiter. Ja. Was allerdings auf so einem normalen Simulator nicht rüberkommt, ist, wie es hoch und runter geht. Also da fährst du dann auf einmal in Nordschleife lang und siehst du, wie es so hoch oder so runter geht. Wie ist das in dem Fall bei euch? Auf den beiden hier wirst du davon auch noch nichts merken. Die sind sehr, sehr nah an einem Consumer sozusagen Setup dran. Sobald wir aber rüber gehen in den großen, da wirst du davon die meisten Sachen mitbekommen. Da ist genug Bewegung dahinter. Kann man abschätzen, also kann man irgendwie sagen, wie reell das Ganze ist? Also kann man irgendwie sagen, das ist schon gut und das ist wirklich so, dass man aussteigt und denkt, man ist jetzt wirklich gerade das Auto gefahren, oder? Das kannst du uns dann nachher sagen. Aber also hier sind wir schon relativ nah dran, eben eher noch auf Consumer-Level und drüben sind wir aber einfach deutlich näher, viel mehr Detail, was hinten dran läuft, viel mehr Reifenmodell, was läuft, die Bewegung ist eben da und passt zu dem, was das Fahrzeug auch machen würde. Also bist du deutlich realistischer dran und mit dem drüben kannst du dann auch wirklich anfangen, Fahrzeugentwicklung zu machen, während du hier eher Fahrerentwicklung und machst. Und die kleine Version, da bewegt sich das ganze Cockpit gerade auch schon? Das ist erstmal nur... Genau, wir sind jetzt komplett statisch unterwegs. Deswegen kann ich die auch einfach als statische Simulation bezeichnen, wenn die drüben sind. Die dynamische Simulation, also ich glaube, da werden wir später, wenn wir dann da drüben auch sind, dir das nochmal erklären, wie viel Arbeit da auch reingegangen ist. Das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. So. Ja, weil das ist schon ein Profisystem. Ne? Also hier, sage ich mal, sind es auch sehr gute Systeme, aber für das andere ist natürlich was ganz anderes. Und das heißt, hier geht es wirklich eigentlich nur darum, wie lernfähig der Fahrer ist, ob er das rafft, wann er bremsen soll, Gas geben soll, vielleicht zum Beispielchen irgendwie mal was ändern, ob der Fahrer es merkt. Und genau. Das oder auch zum Beispiel mal Rennsimulationen. Also wir haben schon in der Vergangenheit gemacht, dass wir auf links und rechts zwei Fahrer gegeneinander fahren lassen. Ja. Das, auf Dauer. Dass wir halt einfach Rennsimulationen, die gegeneinander fahren lassen und dann können die halt überholen, üben. So Themen, ja. Abschließen gegenseitig. Ja, hoffentlich nicht. Im besten Fall nicht, ja.
Ja, nee, also das Gute ist, man kann hier wirklich einiges machen und wir schauen mal, was du da jetzt mit anfängst. Normalerweise, wer fährt hier normalerweise? Also sind das alles irgendwelche Werksfahrer? Sind das Fahrer, die sich hier einbuchen? Sind das Teams, die sich einbuchen? Vermietet ihr die? Kann ich hier meinen 40. Geburtstag ein paar Kumpels feiern? Oder wofür ist der? Weil es ist ja schon maximal professionell. Also genau, es ist eigentlich, kommt das aus der Zeit, wir HWA hatte im Prinzip mit dem Race Lab ein eigenes Formel 2 und ein Formel 3 Team. Das heißt also, wir haben hier im Prinzip tatsächlich professionell ein Rennteam gehabt im Formelbereich. Und da haben wir hier diese Simulatoren auch genutzt, um Fahrersichtung zu machen und eben verschiedene Dinge vorab zu prüfen. Momentan ist es tatsächlich so, dass wir es für alle möglichen Anwendungen nutzen. Wir vermieten das auch und stehen da auch gerne allen Anfragen offen gegenüber. Also wenn da jemand auf die Idee kommt, sich hier einmieten zu wollen, natürlich eher so im Racing-Bereich, jetzt zum 40. Geburtstag. Ja, also ist jetzt mal gar nicht ausgeschlossen, aber eigentlich nicht der Sinn und Zweck dieser Anlage, weil ich meine... Aber wenn ihr so typisch jetzt, wenn irgendein Rennteam neue Fahrer braucht und die so ein Scouting hier machen wollen, dafür könnten die sich dann hier einbieten? Oder? Absolut, genau. Also einfach um das auch, das war halt uns auch super geholfen hier, dass man einfach junge, ambitionierte Menschen hat, die irgendwie aus dem Kartsport kommen oder auch andere Formelserien fahren, weil dass man einfach die kennenlernt. Jetzt kann man sich hinsetzen zum Vorstellungsgespräch und sagen, hey, was bist du für ein Typ? Und sich an der Rennstrecke treffen und so, das sind natürlich die Standardthemen. Aber dann einfach, wie kommen wir miteinander klar, findet eigentlich dann hier zum ersten Mal statt. Ja? Also hier geht es dann auch wirklich darum, ist so jemand auch aufnahmefähig? Muss man auch so einfach so sagen. Sind die Leute auch lernfähig oder lassen die sich auch mal was sagen? Oder sind die irgendwo so abgehoben, dass sie sagen, hey, ich kann eh schon alles? Solche Sachen, das sind auch, sag ich mal, ja, Soft Skills, die findet man dann hier raus. Okay, ja, cool. Dann gehen wir mal gucken. Wie wir ja. Einmal kurz zu dem Simulator, ist das irgendwas, was man einfach kaufen kann oder ist das von euch auch selbst gebaut? Teils. Also das grundlegende Chassis kannst du natürlich schon kaufen, aber das wird dann natürlich modifiziert, dass du die Anbindepunkte so nutzt, wie du sie jetzt nutzt, dass es auf den Motor umgebaut wird und so weiter. Ja, das ist schon eins der Hauptfeatures, die den Simulator von vielen von den üblichen unterscheiden gesehen. Das ist eine volle hydraulische Bremse, also hast einen vollen Bremskreis drin mit Masterzylinder, mit einem Caliper einfach, wo du ein Stück Stahl nur zerdrückst. Aber dadurch hast du halt das Bremsgefühl, wie du es in echt hast. Also drückst du es hier nicht gegen eine Feder, sondern hast das hydraulische System und das hat dann einen Drucksensor drin und gibt damit zurück, wie viel du bremst und wie viel nicht. Aber der bewegt sich jetzt gar nicht? Nee, die könnten es theoretisch, aber die Motion von denen ist nicht wirklich qualitativ hochwertig. Deswegen haben wir sich hier dafür entschieden, die einfach auszulassen für die meisten normalen Tests. Du fährst Formel 3, die haben ziemlich viel Lenkkräfte in echt. Die werden auch hier viel Lenkkräfte haben. Einfach, dass du da vorbereitet bist, dass viel Kraft dahinter, deswegen auch Word of Advice, jetzt und vor allem im großen Simulator, wenn du abfliegst, Hände weg, okay. Man kann es versuchen zu halten, aber es macht keinen Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir dann doch irgendwie wehtust, ist relativ hoch. Deswegen einfach Hände weg, wenn du einen Abflug hast, dann ist alles gut. Und arbeitet ihr auch regelmäßig dran, dass das immer realitätsnah wird? Also wenn jetzt irgendwie ein Fahrer sagt, ey, ich bin letzte Woche Formel 3 gefahren, eigentlich müssten die Rückstellkräfte noch höher, noch geringer sein, wie auch immer, dann wird das immer weiter optimiert, dass es wirklich so nah wie möglich ist. Also da gibt es drüben im großen Simulator ein riesen Logbook mit allen möglichen Leuten, die da waren, was verändert wurde, was deswegen gemacht wurde und so weiter. So, ich dachte jetzt erstmal kurz das Lenkrad geben. Lenkrad im Endeffekt relativ simpel, du hast links Pedal zum Runterschalten, rechts Pedal zum Hochschalten. Arg viel mehr wirst du nicht brauchen. Die unten hast du theoretisch noch eine Kupplung. Brauchst du jetzt nicht zum Anfang, das ist komisch, dich daran zu gewöhnen, wenn man das nicht gewohnt ist mit Handkupplung. Du hast einen Pit-Limiter, den brauchst du am Ende von der Boxengasse einmal drauf, dann geht er raus. Du hast ein Display, was dir Gang anzeigt, Drehzahl anzeigt und Shift-Lights. Die flashen blau, wenn du kurz vorm Begrenzer bist. Wenn du auf Zeit fährst, gehst du immer bis zum Blauen und ziehst dir den nächsten Gang rein. Auto hat keine CC, kein ABS. Und der hier? Das ist theoretisch DRS. Ah, haben wir aber nicht. Wir fahren ohne DRS. Okay. Drüben fahren wir dann wahrscheinlich. Also eigentlich nur die beiden und Pit Limiter. Genau. Gaspar. Also es ist denkbar einfach. Losfahren tut er jetzt aber ohne Kupplung. Ja, genau, die Kupplung ist aus. Dann was du noch hast, hier drin ist noch so ein kleiner Controller, mit dem du die Pedale verstellen kannst. Du hörst, da fahren jetzt die Pedale da unten durch die Gegend. Ah, elektrisch, okay. Ja. Das ist sehr angenehm, um für verschiedene Körpergrößen das anpassen zu können. Und Bremsverstellung geht auch? Nee, haben wir gerade nicht drin, aber würde theoretisch gehen. Dann hast du hier drei Notaus, deswegen wir steigen von der Seite ein, damit wir die nicht aus Versehen treffen. Was sonst alles aus. Aber einer reicht zum... Ja, einer reicht. Was würdest du aus Erfahrung sagen, ist für meinen Körper am ehesten? Ach, warte mal, du bist ähnlich. Ich versuch mal das, ob das hier passt. Das kannst du von Sophia. Ja, das ist von Sophia Blush. Einsteigen, Formelauto, kennst du? Nee. Okay.
Echt, so liegt man da drin? Ja, ja, du legst hier richtig drin. Du trittst jetzt einmal rein, dann den zweiten Fuß mit rein und dann setzt du dich runter. Von der Abmaßen her ist das schon ähnlich wie original? Ja, das ist ziemlich exakt wie original. Deswegen hast du da drin auch nicht arg viel Platz. Also die Schuhe braucht man auf jeden Fall. Ja, das hilft stark. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass du welche dabei hast. So, Pedale kannst du dir noch anpassen mit diesem Schalter. Guck, jetzt bin ich auch schon ganz vorne. Und du wirst sehr viel Bremsdruck brauchen. Ja, das ist nicht das Problem. Das bin ich gut gewohnt. Ja, sehr gut. Ich habe gerade beim Abarth habe ich die Bremse zerlegt und da ist tatsächlich so, da fahre ich auch ohne Bremskraftverstärker oder alles. Da habe ich schon jegliche Zylinder verbogen und so weiter. Ne? Ja, genau. Also die sind auch komplett ohne Bremskraftverstärker. Du hast da gar keine Hilfe in die Richtung. Ja, also das ist jetzt nicht optimal, aber das reicht schon so. Muss ich mich anschauen? Ja. Nee, hier brauchen wir es nicht. Drüben werden wir es wahrscheinlich machen, weil da ist genug Bewegung drin. Da macht es Sinn, wenn du ein bisschen drin festgehalten bist. Okay? Muss man sich an die Sicht ja erstmal gewöhnen. Also gefühlt muss ich ja richtig von links nach rechts gucken. Also was auf jeden Fall witzig ist auf den ersten Metern ist, man guckt tatsächlich dann doch so gefühlt nach links und rechts an der Wand. Aber das macht man natürlich im echten Auto auch. Ne? So, jetzt muss ich erstmal Pitlimiter ausmachen. Ich kenne leider Hockenheim die Strecke gar nicht. Da muss ich mir jetzt erstmal ein bisschen eingrooven hier. Boah, Lenkkräfte sind tatsächlich hoch. Also ich muss auch wirklich echt nicht viel lenken. Ich muss mich jetzt natürlich auch ein bisschen immer auf die Strecke konzentrieren. Weil ja wirklich gar keine Ahnung, wo es hier lang geht. Wir haben kein ABS, keine Traktionskontrolle. So, das ist der Lever. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt richtig fahre. Okay, das war schon mal eine enge Spitzkehre. So, jetzt gucken wir. Erster Gang. Immer wenn es blau ist, soll ich schalten. Den Teil kenne ich ja immerhin. Da saß ich rechts immer in der Tribüne und habe zugeguckt. Okay, man muss echt aufpassen und Gänge mitzählen, weil man schaltet halt hammerhart runter bis in neutral. So, jetzt hier links halten. So, und jetzt kommen wir gleich auf Startziel und haben die erste Runde hinter uns. Also man braucht unheimlich viel Lenkkraft, wie Martin schon sagte. Also da muss ich richtig, richtig arbeiten. Jetzt muss ich mal ein Gefühl für die Bremse kriegen. Leichtes Übersteuern. Und wieder im Leerlauf. Das ist das Einzige, wo man echt aufpassen muss. Man zieht einfach am Hebel runter, runter, runter. Und am Ende ist man aber im Leerlauf. Ja. Hier können wir die ganze Passage, glaube ich, Vollgas fahren. Zu früh gebremst. Alter, meine Hände! Oh. Also, die Lenkkräfte sind wirklich. Das Auto kann nämlich viel, viel mehr, als man eigentlich denkt. Ich glaube, ich schalte nämlich auch deswegen noch viel zu viel, weil ich teilweise echt noch zu langsam fahre. Boah, also eine Stunde schaffen das meine Hände auf gar keinen Fall. Und ich dachte schon, als Schrauber habe ich schon eine recht starke. Guck, die Kurve kann ich viel, viel schneller. So, hier können wir voll stehen lassen. Puh. So, hier müssen wir auf jeden Fall gleich bis in ersten runter. Da muss ich mich gefühlt aufs Schalten fast mehr konzentrieren. So, diese Kurve fahre ich immer viel zu langsam.
Genau. Puh, ja, das war jetzt immerhin schon mal eine Runde, die so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Viel zu langsam in der Kurve. Erste Kurve können wir viel, viel, viel schneller. So, jetzt dran denken, die konnten wir viel, viel schneller. Jawohl. Alter, die können wir noch viel, viel schneller. Vollgas hier überall durch. So, die Kurve hier konnten wir viel, viel schneller fahren. Da probiere ich mal, nur mit Lupfen, ohne Bremsen. Jawohl, die geht nämlich fast voll, voll, voll. So, und hier probieren wir auch mal wirklich nur antippen. Eingang verpasst, aber die holen wir uns trotzdem noch. Sehr schön. Eine Runde noch. Ich glaube, jetzt bin ich ganz gut drin. Wirklich hier auch nur loslassen, antippen, ein runter, rum. Kann ich noch früher einlenken? So, hier haben wir jetzt gelernt, die können wir voll fahren. Jawohl. Hier weit nach links, weil dann können wir nämlich auch die voll fahren. Puh. Ja. Das macht echt süchtig. Also ich schwitze mich zu Tode. Sehr schön. So, ich würde sagen, das ist ja erstmal nur der kleine Simulator. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag verbringen. 8 Runden bin ich gefahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was Martin sagt. So, erstes Feedback. Jetzt schon komplett durchgeschwitzt. Ja, ist krank. Körperlich maßlos unterfordert. Vor allem, ich dachte eigentlich, dass ich als Schrauber schon Griffkräfte habe. Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, ganz anders. Also, es ist wirklich so, also man muss wirklich festhalten. Ja. Sache, die mich am meisten irritiert, ist, wo ich echt immer gucken muss, ist, du musst die Gänge mitzählen, weil wenn du von 1 nochmal ziehst, geht er in neutral. Genau, ja. Also so, das ist es halt. Zum Kopf haben, wo du bist gerade. Und wenn du halt ganz eng fährst, ist das mit so einem Formelauto halt auch nochmal was anderes, ne? Ja, dafür sind sie nicht gemacht. Ja. Aber man hat schon gesehen, wie du dich ja langsam an die Aero gewöhnt hast, vor allem T1, das hat extreme Aero-Kurve mit den Autos. Kannst du wahrscheinlich voll stehen lassen alles, ne? Also man kann einige Kurven, noch deutlich mehr. Und wo ich mich auch erstmal dran gewöhnen musste, ist an das beim Anbremsen, Runterschalten, wie er dann doch hinten leicht wird und anfängt links, rechts. Also da muss man schon auch den Punkt erwischen. Also du kannst nicht wahllos einfach runterschalten, weil er dann tatsächlich hinten... Ist das bei einem echten Auto auch so, dass du, wenn du falsch am Hebel ziehst, der auch falsch schaltet? Ich dachte, die wären da schon so weit automatisiert, dass das ein bisschen hilft, wann, wie, wo man schaltet. Kommt aufs Auto an. Es gibt manche mit Downshift Protection, es gibt aber auch viele ohne Downshift Protection. Also zum Beispiel sowas wie V8 Supercars oder so, die fahren komplett ohne Downshift Protection. Wenn du einmal zu oft drückst, ist einfach alles kaputt. Alles kaputt? Alles. So modernen Formel-Autos sind dann immer schon abgesichert. Ja. Vor allem der Rückwärtsgang mit links. Das ist wichtig. Ja. Er ist auch zum Beispiel drüben anders. So, wir steigen einmal aus und gehen einmal hoch. Wenn du mit zu größeren Setups arbeitest, warum das dir auch helfen kann, dich körperlich da ranzubringen, was du dann im echten Auto auch zumindest mal gegen die Lenkkräfte aufbringen musst.
Also gerade dein Nacken trainiert das jetzt nicht, aber dass dein Oberkörper da rankommt, dass du die Oberkörper... Ich kann mir immer vorstellen, dass im echten Leben der Körper natürlich adrenalinmäßig auf einem ganz anderen Level ist und das natürlich das Ganze eher so ein bisschen pusht und runterspielt. Ne? Genau. So, man kennt es ja vom Go-Kart-Fahren auch so ein bisschen. Während der Fahrt merkst du das gar nicht, wie schwer es sich lenken lässt, aber eigentlich lässt es sich auch schon. Ja, die haben auch super hohe Kräfte, genau. Und die Formelfahrzeuge sind da auch wirklich mit das Schlimmste, was Lenkkräfte angeht. Also zum Beispiel so ein GT-Fahrzeug, die haben Servolenkung mit drin und so weiter, weil du halt auch das Auto mal 24 Stunden fahren musst. Und das muss dann schon auch dafür sein, dass du den Fahrer nicht komplett ruinierst. Aber tendenziell ist so ein Formel-Auto einfacher oder schwerer zu fahren im Simulator? Kommt drauf an, was du haben willst. Ich würde schon sagen, schwerer. Ist schwerer? Und du hast... Weil ich fand's eigentlich... GT3-Auto hast du halt sowas wie ABS noch mit dabei. Du hast... Es kommt immer darauf an, was man gewöhnt ist. Aber das wird dir keinerlei verhelfen. Du kannst die Räder blockieren, das kann dir beim GT-Fahrzeug halt dann passieren. Und wie habe ich mich angestellt? Mittlerweile, man hat genau das gesehen, was du oder was wir vorher besprochen haben, dass du dich von Runde zu Runde halt immer weiter rantastest. Also genau dafür werden halt die Simulatoren genutzt, dass du halt als Fahrer mal die Strecke kennenlernst, die Kurven, wie viel muss ich wo schalten. Und jetzt ziehen wir hier mal die... Weil ich fand jetzt auch, was bin ich gefahren? 7 Runden, ne? 7 Runden genau dafür. Also ich kannte die Strecke wirklich gar nicht. Also das geht im echten Leben allerdings einfacher, finde ich, als im Simulator die Strecke kennenzulernen. Weiß nicht warum, ich glaube, weil's man mehr wahrnimmt in Form von, keine Ahnung, wenn es so ein Aufkleber links an der Bande ist oder so, ne? Die Marke siehst du ein bisschen besser einfach. Ja, genau, da finde ich irgendwie, ist es tatsächlich so, dass es... Ja, aber du hättest schon einen Satz Reifen verbraucht und Sprit mindestens. Und ja, der Rennteam, das dahinter steht. So, ne? Und ich hätte es jetzt zum Glück in Anführungsstrichen nicht kaputt gefahren, aber... Natürlich, diese letzten Zehntel findest du dann natürlich unter der Strecke. Man sieht jetzt hier mal, du bist 1,39,2 gefahren. Unsere Referenzrunde hier war jetzt 1,33,9. Geht ja sogar noch. Stück für Stück rangekommen. Ich wette, es gibt auch einige Leute, die gehen an die Sache so ran und fahren halt gleich eher 105%. Und da ich halt sowas normalerweise in meinem echten Auto lerne, ist es halt so, da gibt es halt nur einmal kaputt fahren. Ne? Man hat es gesehen, du hast keinen Bremspunkt voll verpasst. Dass so, du mal den genau, und da fährt man halt dann schon eher ein bisschen langsamer rein. Ne? Also rot ist unsere Referenzrunde, weiß ist jetzt hier die deine schnellste Runde. Man sieht jetzt hier mal das Geschwindigkeitsprofil, die Gänge, dann hier das, was du am Lenkrad machst, Gaspedalstellung und hier die Bremse. Das sieht man jetzt hier, Turn 1, das ist die schnelle rechts. Fehlen so 50 km/h wahrscheinlich, ne? Was sind das jetzt hier? 38. Ja. 38 km/h. Ja. Und in echt wird halt hier gar nicht gebremst. Da hast ja du noch Bremsdruck, wenn wir das. Das hier war Gas? Das war Lupfen? Ne, wo war Gas? Nein. Also das Gas ist Bremse? Hier, das ist Bremse, ja. In echt wird hier nur länger vom Gas gegangen, wie du. Aber dafür wird überhaupt nicht gebremst. Ah, okay. Also nochmal für die Zuschauer: Geschwindigkeit, Gänge, Lenken, Gaspedal, Bremse. Weiß ist das, was ich gefahren bin, rot ist Referenz. Das ist sowas wie, was man jetzt auf den ersten Blick mal sieht, ist sowas wie das Anbremsen. Da würde noch ein bisschen mehr gehen. Man sieht, dass hier die Steigung, das bei dir, du fängst am gleichen Punkt zum Bremsen an. Genau, langsam halt, verpasst man dann leicht. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist einfach normal, wenn man Rennauto halt mit ABS halt voll reinbremst und hier will man halt zu keinem Zeitpunkt die Räder blockieren. Dann verpasst man die erste Kurve und dann verliert man ein bisschen die ganze Gerade. Hier sieht man auch krass, wie also meine Linie ist das Weiße beim Lenken, wie ich halt schon die ganze Zeit noch schon wieder am Korrigieren bin und der Profi deutlich runder einfach fährt. Ne? Also früher dafür gleichmäßiger lenkt und ich lenke später und dafür stärker. Ne? Ja, und hier, also bei dir sieht man, dass halt Übersteuern bekommen, also du hast dort noch gegenlenken müssen. Das war hier beim Profi noch deutlich ruhiger. Einfach wahrscheinlich die Linie, wahrscheinlich die Strecke weiter ausgenutzt, dass du halt die Track Limits von der Strecke weiter ausnutzt. Und erster Gang. Ja. Du bist den ersten Gang runter, da kannst du zwei absolut. Genau, ersten Gang. Die Profis sind im zweiten Gang unterwegs. Und durch den ersten Gang wird das Heck dann blockiert, fängt gleich an zu blockieren und dadurch überholt dich dann das Heck. Und sowas wird man jetzt hier sehen. Und dann in der zweiten Session würdest du wahrscheinlich nicht mehr den ersten Gang unterscheiden. Ja. Okay, da merken wir also erste nur ein bisschen lupfen, weil dann können wir es jetzt auch tatsächlich so durchgehen, weil so viele Kurven sind es ja nicht. Erste ein bisschen lupfen, dann und ein bisschen früher einlenken, also ein bisschen weiter fahren die Kurve und wahrscheinlich weiter hinaus. Ja. Zweite Bremspunkt passt schon einigermaßen, aber nur in den zweiten Gang runter. Ja. Könnte man das Ganze jetzt, wenn du hier was anklickst, live auch auf dem Bild sehen, rückwirkend? Nicht? Dass das videomäßig miteinander verbunden?
Nö. Okay. Und geht der Pfeil mit, wenn du reinklickst? Also wo der Punkt ist? Ah, okay, den können wir mal sehen. Dann können wir hier nämlich schön die Strecke nochmal. Wo das an der Strecke ist. Ja. Nochmal zeigen. Genau, also und jetzt ging es gerade um diese langgezogene hier. Und dann da, wo ich weiß, wo ich definitiv Zeit liegen lasse, ist auch bei der. Dieser Rechtsknick geht voll, aber den machst du schon voll? Ich meine dieses Anbremsen hier. Mhm. Dieses Anbremsen hier, das ist... Ja, da bist du tendenziell ein bisschen zu spät. Zu spät sogar schon, okay. Ja. Und dann kommt man natürlich auch so weit raus beim Rausfahren. Aber der... Die rote Linie ist halt früher, sieht man auch hier an deiner Bremse, da bremst der Profi schon früher. Früher, okay. Das hier ist jetzt gerade unten... Die Distanz. Distanz, okay. Das heißt, dass wir immer rundenmäßig auf der gleichen Stelle fahren? Das macht mein Motorsport eigentlich, vergleicht mir zwei Runden immer über die Distanz. Das wäre gerade über die Zeit, sonst wäre es verschoben. Das wäre gerade meine Frage gewesen. Wenn wir die Zeit nehmen würden, da der andere 6 Sekunden schneller ist, schiebt sich das natürlich alles rüber und es passt am Ende gar nicht mehr. Und so können wir halt wirklich Punkt zu Punkt halt immer. Könnte man jetzt hier mal immer sagen. Also gefühlt war das hier die Kurve auf jeden Fall, wo ich dachte, ich würde am meisten verlieren, aber das war ja gar nicht so schlecht. Ne? Das ist nicht so schlecht. Ja, ja. Das sind Kleinigkeiten. Diesen Bereich zum Beispiel. Nächste Kurve voll stehen lassen. Das ja, passt auch. Das passt. Das machen auch schon viele, dass die da lupfen. Aber das passt bei dir perfekt. Mhm. Vom Bremsen her passte das dann auf jeden Fall da auch. Genau. Und dann kommt jetzt dieses. Ja, tendenziell ein bisschen zu früh, aber das sind Kleinigkeiten. Dieses Infield hier. Das ist so ein bisschen. Man merkt ja auch selber als Fahrer, ob das passt oder nicht. Ja. Und da passt es halt gar nicht. So, weil ja, gerade in den ersten Runden, da, ich vermute mal, hier wird der Profi auf jeden Fall auch irgendwie voll durchfahren. Ne? Der wird genau passend aus der ersten Kurve raus. Du bleibst in diesem Knick weiter in der Mitte und dann ziehst du hier nochmal nach innen und bis hier raus. Und nach, am Kurvenaußen nimm mal den kompletten Track Limits. Geht's weiter, der Rechtsknick, wo ich dann noch ein paar Runden gemerkt habe, da kann man auf jeden Fall voll stehen lassen. Im Mittel, also das ist eine sehr schwierige Kurve und da sieht man schon, dass die Geschwindigkeiten jeweils am Scheitelpunkt ganz gut übereinstimmen zur Referenzrunde. Das heißt, es passt schon ganz gut. Nur du gehst ein bisschen früher vom Gas. Ah, jetzt für die Zuschauer zu erklären, weiß ist ja meine Runde. Logischerweise da, wo ich am langsamsten bin, ist eigentlich mein imaginärer Scheitelpunkt und bei der Referenzrunde ist der Scheitelpunkt viel, viel, viel weiter hinten. Später, genau. Dadurch komme ich dann aber schon mit deutlich mehr Speed auf die nächste Gerade drauf. Ne? Ja, weil also das ist ja nur kurze Stücke sind, das wird das, was du hier verlierst, nicht mehr ganz auffüllen. Mhm. Wobei ich da ja tatsächlich sogar mal vom Bremsen sogar vor der Referenzrunde sogar bin. Ne? Da trete ich ja scheinbar sogar mal ordentlich ins, das funktioniert ins Pedal rein. Ja. Aber da, genau, hier war wieder einmal korrigieren und wenn du natürlich einmal korrigierst, ist halt mit Lupfen verbunden. Ja, das ist hinten. Die Turn 13, das muss in einem Zug auch gehen. Ja. Da musst du da mal heftig korrigieren. Ja. Das sieht man ja links oder rechts links korrigieren am Lenkrad. Und die Referenz fährt halt hier ziemlich sauber durch. Ja, und dann hier sehen wir auch nochmal einen richtigen Unterschied. Ja, das sind die zwei Rechtsknick. Da fahr ich da bist du einfach noch. Da fahre ich viel zu langsam in den ersten. Du fährst noch zu, wenn man aufs Lenkrad du fährst noch zu viel Kurve. Ja. Du musst es mehr in einem Stück. Gerade durchfahren. Es sind keine zwei. Also es schaut nach dem Lenkwinkel so aus, dass du eine Kurve fährst und dann wieder eine zweite zu engen Radius. Wie würdet ihr das hier mit den Fahrern auch machen? Genau so? Also auch mit dem Fahrer hinstellen und ihm das sagen und. Ja, normal macht man es so, dass man sich die wichtigsten drei Punkte würde ich mir raussuchen. Weil alles, was wir jetzt besprochen haben, kann sich keiner merken. Wirst du wieder nicht merken können. Sondern man nimmt sie jetzt zum Beispiel Turn 1. Dass du hier nicht bremst, sondern nur ein bisschen lupfen. Nur ein bisschen lupfen. Dann würde ich sagen. Turn 2 gar nicht in den ersten runter, sondern nur in den zweiten. Und dann würde ich mir das Stück anschauen. Aber hier schon in 1 runter in der Spitzkehre. Da fahren alle in 1. Ja, das bist so langsam, dass du den Das heißt, das ist doch die einzige Kurve, wo ich in die 1 gehe? Ja. Weil ich bin definitiv in anderen Kurven auch in der 1. Zum Beispiel der hier würde ich tippen auch. Man, du bist in einem Mercedes-Benz-Arena, bist du auch in der 1. Da solltest du auch die 2 nehmen. Hier. Da macht dir die 1 mehr Probleme als das hier. Okay, das kann ich mir auf jeden Fall gut merken, dass ich nur in der 1 Spitzkehre in der 1 runter, den Rest in der 2. Dann würde ich mir noch das merken, dass du hier die viel weiter nach links außen fährst. Und hier kann man schlecht erklären, da muss ich mich einfach ein bisschen durchtüllen. Ja, ich glaube, da musst du einfach mehr Runden noch fahren, dass du diese letzte Kurve. Du sagst es, ich glaube, um den großen Simulator gleich genießen zu können, würde ich doch nochmal gucken, wie viel das bringt oder einfach nochmal kurz ein paar Runden drehen. Gerne. So, nach der Auswertung geht es jetzt weiter. Ich habe gelernt, ich soll nur in einer Kurve bis in den ersten Gang runter. Das macht es vom Schalten her natürlich einfacher. Und
ja, ich muss einfach nur noch ein bisschen die Checklimits ein bisschen mehr ausnutzen und einfach weiterfahren. Aber sonst muss ich schon sagen, ist schon echt reell dran. Also auch so, was so kaputtfahren und nicht kaputtfahren angeht, macht schon ein gutes Gefühl. Ja, dann gucken wir mal, was es gemacht hat. Das wäre es gewesen. So, jetzt gucken wir, ob wir die voll fahren können. Weil wir ein bisschen langsamer sind, können wir das auf jeden Fall. Esteban, we have another time penalty. Feierabend! So, das war jetzt die kleine Nummer, jetzt die große Nummer. Genau, jetzt sind wir praktisch im anderen Gebäude. Wir sind jetzt praktisch rübergekommen von den zwei Simulatoren jetzt zu dem einen Simulator. Die Driver in the Loop nennt sich das, DIL. Das bedeutet, vielleicht gehen wir mal hoch hier auf die Plattform. Wir haben hier praktisch eine Moving Plattform, so nennt sich das. Das heißt, hier steigt der Fahrer über die Leiter ein, über die Treppe. Dann geht das Ding praktisch in die Mitte. Hier wird mit Projektoren ein Bild erzeugt. Und hier kann jetzt eigentlich, können Strecken abgefahren werden. Aber entscheidend, und das ist der Unterschied zu, sag ich mal, einer normalen Konsole oder zu normalen Simulatoren, wir entwickeln hier Dinge. Das heißt also, wir können hier softwareseitig im Reifenmodell zum Beispiel den Luftdruck verändern und sehen dann, wie sich die Rundenzeit sozusagen oder wie es Auswirkungen auf die Rundenzeiten gibt. Wir können hier Sturzspurwerte, Fahrwerkseinstellungen vornehmen. Wir können hier alle möglichen Themen verändern und dann eben schauen, wie der Fahrer damit zurechtkommt und wie die Performance hoffentlich steigt. Das heißt, das ist die große Version von dem anderen Simulator gerade? Richtig, genau. Geht es nur um so Themen wie Luftdruck, Reifen und so weiter oder kann man auch andere Sachen abändern, wie Sturz, Federraten? Genau, also da hängt ein bisschen davon ab, wie genau die Modelle dahinter sind. Das heißt also, je nach Fahrzeug, wir können hier auch die Plattform ändern. Also jetzt ist hier so ein Formelfahrzeug aufgesetzt, wir können auch andere Plattformen draufbauen. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie viel Informationen hat man zu dem Reifen, wie viel Informationen hat man zu dem Fahrzeug und welche Parameter kann ich einstellen. Aber wie gesagt, man kann von bis variieren. Das, was eigentlich in normalen Spielen oder so einfach vorgegeben ist oder auch teilweise eingestellt werden kann. Aber hier geht es halt tatsächlich darum, Realwerte von Sturzspur, Reifen, Drücken, ja, du hast es gerade gesagt, Federraten, Leistungs... wir können ja im Prinzip auch bei elektrischen Themen, konnte man auch sagen, wie soll die Drehmomentkurve ausfallen und solche Sachen. Wie lange habt ihr den schon? Den haben wir jetzt schon fast 10 Jahre. Wir haben auch verschiedene andere Rennserien damit sozusagen betrieben, aber Kernthema war jetzt die Formel E, da sind wir auch Weltmeister geworden für Mercedes und dafür brauchten wir das System auf jeden Fall. Also auf dem hier ist es definitiv so, das geht nicht nur für Fahrerschulungszwecke, sondern hier geht es richtig in die Technik. Hier geht es auch um die Fahrzeugentwicklung und eben vor allen Dingen die Vorbereitung für die Rennstreckeneinsätze, dass man im Prinzip an die Rennstrecke kommt und in der Formel E war es ganz wichtig, da gibt es halt ganz wenig Streckenzeit. Da musst du hinkommen, aussortiert sein und sofort wissen, was das beste Setup ist. Martin fährt den Rechner gerade schon hoch und dann geht's weiter. Der eine oder andere hat sich von euch mit Sicherheit gerade die Frage gestellt, warum habe ich auf einmal einen anderen Pulli an?
Ich hoffe, ich habe einen anderen Pulli an. Ganz einfach, ich hatte das in dem einen Video schon angekündigt, als wir das letzte Mal hier waren, war es tatsächlich das erste Mal in unserer Filmkarriere so, dass Nico ein bisschen Kreislauf bekommen hat hinter der Kamera und einfach die Kamera nicht mehr halten konnte. Ich vermute mal, was Falsches gegessen, Infekt, irgendwie sowas in der Richtung, wir wissen es nicht. Er lag auf jeden Fall anderthalb Tage krank. Ich fand diese ganze Simulator-Thematik aber so interessant, dass ich gesagt habe, nee, wir kommen lieber nochmal wieder und zeigen das Ganze in vernünftig. So, das heißt, ich bin jetzt hiermit schon eigentlich gefahren, aber wir fangen erstmal noch mal kurz vorne an und erklären erstmal. Exakt. Das ist der große Bruder von dem, was ich gerade schon gefahren war. Genau. Also Hauptunterschied ist, drüben hast du sozusagen Consumer-Software, also Sachen und Hardware, die normale Leute kaufen könnten. Davon sind wir jetzt sehr, sehr weit weg. Mhm. Das ist jetzt alles High-End, alles Professional-Equipment. Wir haben jetzt hier richtig Bewegung in der Plattform drin. Du siehst schon, dass die auf diesen riesen 6 Linearaktuatoren stehen. Da musst du dir vorstellen, so für zur Referenz, die haben so 4 kW pro Stück. Also da ist richtig, richtig Leistung dahinter. So, die Plattform bewegt jetzt hier so ungefähr 400, 500 Kilo einfach durch die Gegend. Das ist für die gar kein Problem. Die kann auch deutlich über eine Tonne bewegen, wenn sie muss. 4 kW pro Stück? Ja. Okay. Mhm. Eben, das ist alles notwendig, um jetzt nachzustellen, wie sich das Fahrzeug in echt verhalten würde. Und Software heißt hier komplett eigen? Zu einem großen Teil, also da nutzt man von dem Hersteller, der die Plattform baut, der baut sozusagen die grundlegende Software, die die ganze Kommunikation macht. Und dann ist aber von uns ganz viel Software, die da eingreift, die Sachen ändert, eben so, wie wir es brauchen oder gebraucht haben, je nachdem für welches Fahrzeug, was auch immer. Aber die eigentliche Software, wo ich fahre, also das eigentliche Fahren, die ist auch von euch oder das ist eine... Nee, das kommt mit, den Simulator aufbaut. Aber das ist auch zum Beispiel keine Software, die du jetzt, wenn du daheim im Simulator stehst, kannst du nicht verwenden. Und in meinem Fall war es jetzt so, ich bin halt einfach ein bisschen gefahren. Wenn jetzt hier aber wenn ihr den Prüfstand für Entwicklung nutzt, wie läuft das Ganze dann ab? Dann setzt sich ein Fahrer drauf und genau das gleiche wie bei dem kleinen Simulator oder kommen wir dann hier eher mehr so ins Technische mit Luftdruck, Getriebeübersetzung, Federraten? Genau, also hier hast du wirklich voll veränderbares Setup im Fahrzeug. Du kannst praktisch alles ändern. Hier kannst du wirklich Setup-Changes machen. Du kannst vor allem Formel E klassisch, kannst du dein Deployment ändern, kannst eben Strategien finden, die vom Deployment her richtig funktionieren, dein Fahrer gewöhnt sich an die Strecke. Was heißt das? Wann die Energie wie genutzt wird über die Runde, die du hast. Dein Fahrer kann sich eben an die Strecke extrem gut gewöhnen, du hast hier viel realistischeres Sehen auch, dadurch du siehst ja, die Leinwand ist deutlich größer, die Beamer sind deutlich größer, sind auch schneller, was hilft ein bisschen mit der Bewegung, dass es angenehmer wird. Du hast die Bewegung unter dir. Aber das heißt, in der Formel E konnte man selber entscheiden, auf welcher Geraden man mit wie viel Kraft beschleunigt? Ja, du hast ja sozusagen eine Grundenergie, die du verwenden kannst. Und du musst dich eben entscheiden, wie du die übers Rennen richtig verwendest. Und das kannst du hier theoretisch alles entwickeln. Ja. Da hast du dann hier auch theoretisch viele Leute drin sitzen. Also jetzt, ich mache jetzt heute für dich den Operator im Endeffekt, der die Grundlage macht, dafür sorgt, dass der Simulator funktioniert, die Kommunikation mit dir macht. Aber dann hättest du theoretisch noch deine Race-Engineers hinten dran gehabt, Tire-Engineers und so weiter, die alle hier drin mitsitzen, Kommunikationschannels mit rein haben und untereinander Kommunikationschannels haben. Das heißt, der Fahrer ist in dem Moment eigentlich nur, vorsichtig gesagt, Mittel zum Zweck und es geht viel mehr um die Daten, die er rausfährt, die man dann hier lernt. Ja. Und dann ist ja. es tatsächlich so, dass man da richtig was für lernt. Also sowas ist wichtig. Wenn du ein Formel E oder ein Formelprogramm, ein hochwertiges machen willst, brauchst du sowas. Was witzig ist, seit meinem Fahren war ich neulich tatsächlich schon mal einmal wieder auf einer Rennstrecke und es war doch irgendwie so gefühlt, dass ich echt schnell reingekommen bin. Ja, so, ne? Also es hilft. Also es war in Spanien eine Rennstrecke, die ich absolut gar nicht kannte, aber eine, die auch eher formelmäßig ist, also breit mit Überlauf und so weiter. Und es war tatsächlich gefühlt schon so, muss ich sagen, dass das schon cool war. Nee, es hilft schon. Also die Effekte davon, die kann man nicht von der Hand weisen. Einfach auch für deine Fahrer, dass die, wie du selber sagst, glücklicher sind, wenn die an der Strecke ankommen. Ein Punkt ist noch, wie hart greift die Simulation ein, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich mache die Vorderachse dreimal so hart. Ja. Ist das Movement von dann auch anders? Ja, absolut. Okay. Also im Endeffekt sozusagen rechnest du das Fahrzeug, wie sich das bewegt und ziehst dann die Daten daraus, wie sich das Fahrzeug bewegen sollte und gibst die weiter an die Plattform. Und die Plattform setzt die insoweit um, wie sie kann. Die hat natürlich Limits, das heißt, sie kann. Aber das heißt, man könnte in gewisser Weise auch anfangen auf so einem Prüfstand. Prüfstand, ich sage immer Prüfstand. Für mich ist es irgendwie ein Prüfstand, weil wir im ersten Teil gesagt haben, es ist der Prüfstand für die Fahrer, ob der Fahrer was kann. So ungefähr. Simulator. Könnte man ja so einem Fahrer schon ein bisschen was beibringen zum Thema, wie sich ein Auto verhält, wenn man was ändert. Ja, was ja heutzutage viel fehlt, wenn man einfach nicht selber Schrauber ist. Aber zum Beispiel mehr Luftdruck, weniger Luftdruck.
härter, weicher, mehr Sturz, weniger Sturz, genau. dass der Fahrer erkennen muss, was hast du gerade am Auto geändert oder was könntest du geändert haben, ja. Damit das Ding anders fährt. Ne? Also was du auch relativ stark merkst, was auch in die Richtung geht, wenn du zum Beispiel ein Formelfahrzeug gegen ein GT-Fahrzeug fährst, das klassische Dive, also wenn du bremst und die Vorderachse eintaucht und die Hinterachse rauskommt, das haben ja Formelfahrzeuge fast nicht mehr. Da fährst du eigene Anti-Dive-Systeme drin und so weiter, während ein GT3 einfach dive, der hat viel Gewicht, das Fahrzeug muss in irgendeiner Form diven. Das spürst du hier, den Unterschied. Wo ein Formelfahrzeug sich fast schon komisch anfühlt, wenn du kein Formelfahrzeug gewöhnt bist, weil du gehst in die Bremse, erwartest, das Fahrzeug neigt und es tut aber nichts, sondern bleibt einfach stabil. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz einen Schnitt, eine Woche zurück und ihr seht erstmal, wie für mich das erste Mal Formelfahrzeug auf diesem Simulator war. Sogar schon die neueste Version mit Halo hier. Ja, richtig so. Das ist eigentlich ein Original-Chassis auch, oder in dem Fall jetzt? Das Halo ist ein Original-Halo, das Chassis ist ein stark modifiziertes Chassis, damit es eben ein bisschen leichter ist, wenn es hier oben drauf steht. Wie ist das hier mit Anschnallen? Kannst du machen, wenn du möchtest. Musst du nicht unbedingt. Also ich werde dich jetzt nicht dazu zwingen. Wie ist eure Empfehlung? Also ich fahre ohne. Okay, dann machen wir ohne. Also das ist dein Radio-Button. Mhm. Den drückst du und hältst du, um mit mir zu reden, sobald du in der Simulation drin bist. Mhm. Das heißt, über das Headset kann ich mit euch... Genau. Du kriegst den Hauptton von außen und die Kommunikation mit uns geht über das Headset. Dann normalerweise hätten wir hier noch Traktionskontrolle, ABS und so weiter. Das brauchst du jetzt alles nicht. Du fährst ein Formelfahrzeug. Du kannst hier deine Bremsbalance verstellen mit Plus und Minus, falls du es brauchst. Kann ich auch verstellen jetzt? Kannst du live verstellen, ja. Dann wie beim anderen Lenkrad auch, links runterschalten, rechts hochschalten. Mhm. Hier sind ein bisschen angenehmere Pedals drin. Genau, die fühlt sich einfach gut an. Genau, und dann hast du hier deinen normalen Rev-Counter, du hast deine Ganganzeige. Genau, das ist mal grundlegend das Wichtigste. Ansonsten, wenn du abfliegst, Hände weg, unbedingt hier. Wenn dir schlecht wird, melde dich sofort. Ja. Alter, ist so ein bisschen wie so ein Flugzeug hier, was gleich abhebt. Also gerade so durch das Halo und durch dieses relativ reelle Lenkrad ist das Ganze schon wirklich echt reell. So, jetzt nochmal ein Radio-Check bitte. Jetzt muss ich den Knopf drücken, ne? Exakt. Funktioniert. Das funktioniert super. So, jetzt darfst du losfahren. Einfach erster Gang rein und Gas geben. Kupplung brauchst du keine. Ah, das ist ja vom Gefühl her, also ich fühle mich so ein bisschen mehr, wie wenn ich jetzt hier mit dem Boot gerade unterwegs wäre. Ja, das ist nur ein Gefühl. Also die ersten Meter. Es ist auf jeden Fall so, dass die Strecke gleich viel reeller ist. Also die Grafik ist einfach 10-mal besser. Es fühlt sich für mich so ein bisschen eher an wie Bootfahren, wenn ich ehrlich gesagt bin. Also man hat auf den ersten Meter nicht so dieses Feedback, wie man im Auto hat, sondern man gleitet mehr drüber. Und ich versuche natürlich doch... Okay, das Bremsen ist ganz eklig. Was das Ding hier macht, ist immer ganz eklig. Da muss man sich erstmal richtig dran gewöhnen, weil... Die Bewegungen sind leider anders, als man es eigentlich erwarten würde. Also man hat wirklich gar kein Verhältnis zur Geschwindigkeit. Also gefühlt hat das Auto hier mehr Leistung als das letzte Auto, was ich gefahren bin. Also, jetzt fahre ich langsam die erste Runde. Es ist viel, viel schwerer hier zu fahren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also aktuell ist es eher so, dass es mich irritiert, als dass es mich voranbringt. Vor allem gerade beim Bremsen verliere ich komplett. Also gefühlt zu dem letzten Simulator, finde ich, bremst das Auto schlechter. Weiß ich warum, aber ich muss stärker reintreten. Ja, die Bremse kann sich vielleicht unterschiedlich anfühlen. Das ist auch der Unterschied zwischen einer hydraulischen Bremse mit Kellerbock und einer hydraulischen Bremse mit Federn in dem Simulator. Du bist noch leichter, ein bisschen von der Lenkung, aber du kannst ein bisschen sanfter arbeiten. Weniger instabil, weil Track Limit. So, und noch ganz leicht Track Limit.
ich dir einmal das Lenkrad rausnehmen? Also, das war auf jeden Fall eine wilde Nummer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ohne Motion, also ohne Bewegung, besser klar. Ja. Es ist von der Motion her definitiv erstmal ungewohnt. Ich habe mich reingesetzt, kannte ja von dem alten Simulator noch die Bremspunkte, habe sogar nochmal nachgefragt, ob es das gleiche Auto ist und gefühlt gleich gebremst, aber komplett überbremst ja. jedes Mal. Ne? Also zu spät gebremst, weil einfach die Motion einen so, ich will nicht sagen ablenkt oder einfach ist, keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht erklären, warum es ist, weil ich sehe ja das Gleiche und bremse an der gleichen Stelle, aber es fühlt sich einfach anders an. Und da war es so, dass als wir die Motion ausgemacht haben, ich sofort ja wieder drin war und ohne Motion ja. auf jeden Fall das deutlich, deutlich besser hinbekommen habe. Ist das normal? Woran liegt das? Bin ich da zu wenig Simulator bisher für gefahren oder zu wenig echtes Auto gefahren? Nein, das ist, die Simulatoren haben schon eine eigene Art, sich zu bewegen, dadurch, dass du jetzt natürlich nicht volle Range of Motion hast. Also er kann jetzt hier nicht durch den Raum schießen und dir die mhm. Kräfte richtig abbilden. Deswegen die Motion, die du bekommst, kann dir helfen, aber man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wie die sich anfühlt. Und also die meisten Leute, die hier das erste Mal fahren, sind am Anfang erstmal überfordert mit der Art und Weise, wie sich die Plattform unten drunter bewegt und wie man damit arbeitet. Aber wenn du dich daran gewöhnst, kannst du mit der Bewegung, die unter dir passiert, wirklich arbeiten. Dann hilft dir das, du spürst früher, wenn das Fahrzeug ausbricht oder so und kannst dadurch wirklich auch schneller werden am Ende. Aber ich finde, der erste Einstieg ist für die meisten Leute schwierig. Und dann hast du jetzt noch den Unterschied, dass das Setup, was hier natürlich drauf ist, relativ aggressiv ist. Mhm. Gegenüber dem Setup, was drüben drauf ist, was relativ ja, einsteigerfreundlich ist, sagen wir es so. Und es war auch wirklich körperlich anstrengend, also gar nicht, also vom Fahren her fand ich anstrengender drüben. Ja. Definitiv. Aber hier war es, also ich hatte auch definitiv beim Aussteigen einen leichten flauen Magen. Das habe ich auch noch ein paar Stunden gemerkt an dem Tag. Also das Ding bewegt ja. sich schon ordentlich, ne? Ne, da ist schon viel Bewegung drin und es ist im Endeffekt wieder das Motion Sickness. Du hast Bewegung, obwohl du dich eigentlich nicht richtig durch den Raum bewegst. Aber jetzt ist es, du sagtest, das ist die Motion für ein Formelauto. Das heißt, wenn wir jetzt gleich irgendein GT-Auto nehmen, ist das anders tatsächlich? Ja. Du wirst deutlich andere Emotionen spüren. Also zum Beispiel so ein GT-Auto federt der viel stärker durch. Jetzt so klassisch bei den ganzen Schlägen auf dem Hockenheimring, das wirst du spüren, wie das Auto anfängt, so kurz durchzufedern, wenn der über die Stöße geht oder du auf die Curbs gehst. Hast du richtig Bewegung im Chassis über die Curbs. Wie cool. Weil wir hätten eh gerne noch ein bisschen bewegte Bilder von außen. Dann würde ich sagen, schmeiße ich mich nochmal kurz rein und fahre ja. nochmal eine Runde GT. Das heißt auch Hockenheimring wieder? Auch Hockenheimring wieder. Was für ein Auto? GT3. Cool, let's go. Ja. Also ist deutlich, deutlich realistischer, finde ich, als ein Formelauto. Oder es liegt einfach daran, dass man mehr gewohnt ist, so ein GT-Auto genau. zu fahren, als ein Formelauto zu fahren. Deswegen hast du Amateure in GT-Autos und nicht in Formelfahrzeugen. Das heißt aber, dass ein Formelauto in echt tatsächlich so fährt, wie der mit Motion dann auch fährt. Ja, also das ist ein Modell, das durch mehrere Fahrer hier validiert wurde und weil die mit glücklich waren am Ende. Also sympathisch bei dem GT-Modell ist auf jeden Fall beim Schalten, dass es einen Ruck gibt. Ja. Das finde ich auf jeden Fall gleich schon mal deutlich besser. Ja, das ist jetzt halt das Coole, was glaube ich auch am meisten bringt, ist, wenn ich jetzt nur zur Sekunde wahrscheinlich 3 Minuten Zeit hätte, mich zu verbessern, da würde man sich jetzt natürlich die Bereiche angucken, wo der größte Unterschied genau. ist. Ne? Genau, und das im Endeffekt ist das auch, was wir jetzt machen würden. Also die blaue Linie ist die Referenzrunde, die auch hier die ganze Zeit mitlief, gegen die du immer gefahren bist. Und die orangene ist jetzt deine Runde. Und was du eigentlich relativ direkt siehst, hier ist die Anbremsung T1, da kannst du deutlich länger noch warten, bis du bremst und einlenkst. Kannst du auch nochmal, da lenkst du relativ wenig, also da kannst du das Auto relativ aggressiv reinwerfen in die erste Kurve und dann auch relativ früh wieder ans Gas, um einfach die Geschwindigkeit mitzunehmen. Sondern T2 bist du einfach nur ein bisschen früh auf der Bremse. Wobei meine, das hier ist die Bremskraft, ne? Das ist deine Bremskraft, genau. Das passt ja sogar eigentlich schon so vom Reintreten her. Deine Bremsung ist richtig, genau, du bist einfach nur ein bisschen früh dran. Ja. Zu viel Schiss noch. Aber ist normal. T2, klar, da bist du wieder ein bisschen früh dran mit der Bremse. Ja, da merke ich aber auch vom Fahren her, dass ich zu langsam in die Kurve schon reinfahre. Ja, und dann bist du auch zu weit innen. Dein Exit verwischt aber eigentlich ganz gut, was natürlich dadurch kommt, du bist relativ langsam beim Einlenken, bist früh gedreht. Das heißt, du hast das Auto früh gerade, kannst früh durchbeschleunigen, kriegst damit die Geschwindigkeit gut hin. Das muss ich an sich sagen, die Haarnadel, da hast du dir nachgefragt, was du da besser machen kannst, da bist du on point eigentlich. Ah, krass. Aber da bist du, wo du hin sollst. Ja, ja. Deine Bremsung passt einigermaßen, deine Minimum Speed siehst du, das ist auch immer ein klassischer Indikator. Du bist nicht wirklich langsamer,
als die Referenzrunde, die du jetzt hier fährst, und kommst auch einigermaßen gut wieder raus. Das ist immer Hockenheimring, die Kurve fühlt sich einfach komisch an. Das ist schwer, da wieder die Traktion rauszukriegen und rauszukommen. Dann ist hier der Rechtsknick drin, der geht auch mit dem GT3 voll. Den bist du hier übrigens ab Runde 1 vollgefahren. Da bist du regelmäßig ein bisschen spät dran gewesen mit der Bremsung, also versucht viel in die Kurve rein zu gewinnen. Da muss ich echt noch früher bremsen. Ja, genau, weil da opferst du den Eingang in die Kurve, um mehr im Exit zu gewinnen zu können, weil du dann ja durch diese rechts durchgehst auf die lange Gerade hinten raus. Und da gewinnst du mehr Zeit, wenn du dein Entry opferst und dein Exit eher nutzt. Ja, und einfach das Auto früher umdrehst und früher wieder raus beschleunigst. Das hast du, glaube ich, ein- oder zweimal auch gemacht, aber warst grundlegend eher ein bisschen spät da drin. Genau, dann deine Bremsung in die links im Motodrom ist eigentlich ganz gut. Nimmst sogar relativ viel Geschwindigkeit mit. Du versuchst, die praktisch in einem Zug durchzufahren, während jetzt die Referenzrunde das als V-Shape fährt. Also praktisch relativ spät reinbremst, relativ langsam wird das Auto wieder rausdreht und rausbeschleunigt. Ah, okay, also spitzer fährt. Genau. Sieht man witzigerweise auch, die blaue Linie ist halt gleich spitzer. Genau, weil einfach langsamer gefahren wird und dann wieder früher rausbeschleunigt wird. Und dann kommst du durch das Geschlängel durch, wie du sagst. Da hast du dann, dass du relativ früh versuchst, auf den Scheitelpunkt für die letzten zwei Kurven zu kommen. Da kannst du dich deutlich weiter raustragen lassen. Dann hast du einen besseren Einlenkwinkel für die erste rechts. Und dann in der zweiten rechts bist du meistens ein bisschen zu langsam und kommst dadurch zu weit nach innen. Mhm. Da kann man relativ früh schon einen Gang hochgehen. Mit einem GT3, vor allem bei unserem GT3 mit 6,3 Liter Hubraum, hast du einfach Drehmoment. Ja, ja. Da kannst du das Drehmoment einfach nutzen, um das Auto rausbeschleunigen zu lassen. Dann hast du auch weniger Probleme damit, dass er da hinten was machen will mit der Hinterachse. War eine coole Erfahrung, Matti. Ja. Vielen, vielen Dank. Immer gern. Mir persönlich hat das GT-Auto mehr Spaß gemacht als das Formel-Auto. Wenn man jetzt x Runden GT-Auto, weil ich vermute mal, einen Fahrer, der auf so einen Simulator hier bei euch fährt, der wird wahrscheinlich Stunden da drin sitzen, ne? Ja, je nachdem, was eben Test-Item ist, was zu tun ist, absolut. So. Verbringst du auch Tage. Am Ende wird wahrscheinlich das Formel-Auto wieder mehr Spaß machen, aber da muss man wahrscheinlich drauf fit sein. Da musst du drin sein. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja. Geile Nummer, geile Simulator. Haben wir das doch noch geschafft. Und ich konnte nochmal die ganzen Features schön nutzen. Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal.